Sie haben gejubelt, sie haben gekämpft, sie haben gelitten. Und am Ende haben sie alles verloren. Sie waren Opfer, vom Terrorregime gedemütigt und gequält. Sie haben für die Freiheit und den Frieden alles riskiert. Sie haben tatenlos dem Grauen zugesehen, waren Täterinnen im Dienste der Nazis, die Frauen im Dritten Reich. Diese Lebensgeschichten von Töchtern, Müttern und Großmüttern zeugen von einer vergangenen Zeit in unserem Land. Eine Zeit, in der Angst, Unterdrückung und Gehorsam den Alltag beherrschten, in der die Gleichschaltung die Freiheit ersetzte. Und in der diese Frauen letztlich doch alle ihre ganz eigene Rolle spielten. Ihre Geschichten, ihre Schicksale haben eines gemeinsam. Mit dem Tag der Machtübernahme Hitlers änderte sich ihr Leben. Und sie alle, Täterinnen wie Opfer, haben am Ende von 12 Jahren Fanatismus und Barbarei einen furchtbaren Preis bezahlt. Dass der Nationalsozialismus für sie nur Schlimmes bedeutet, spüren viele deutsche Juden schon lange vor 1933. Ich merkte schon durch die Erwachsenen, durch die Gespräche, dass da irgendwas Ungutes im Anzug war. Die Nazis reißen das Land und mit ihm den Großteil der Bevölkerung in einen moralischen Abgrund. Und für ein 8-jähriges Kind war es schwer zu verstehen. Warum? Was habe ich getan? Ich hatte Angst auf den Straßen, denn die Kinder, die etwas älter waren als ich, haben uns verprügelt. Ja, ich hatte Angst. Unaufhaltsam verbreitet sich der Antisemitismus. Judenhass gehört bald zur Normalität, sogar schon bei den Jüngsten. Die Angriffe von anderen Kindern, wenn Kleinigkeiten waren, kleine Differenzen, dann hieß es nicht mehr Dummkopf oder irgend so ein Schimpfwort, sondern du Jude, hieß es dann gleich. 1938 eskaliert der Rassenwahn in einem tagelang andauernden Gewaltexzess gegen jüdische Mitbürger. Alles war zerschlagen, jedes Fläschchen im Schlafzimmer, alles war zerschlagen, der Spiegel vom Kleiderschrank, die Betten waren aufgeschnitten. Doch es kommt noch schlimmer. Die Nazis haben sich vorgenommen, alle Juden Europas zu ermorden. Eine gnadenlose und grausame Tötungsmaschinerie wird in Gang gesetzt. Die Wagen waren von außen geschlossen. Der Zug ging sehr langsam. Und auf den Trittbrettern draußen standen Soldaten oder SS, ich bin nicht sicher. Wir haben gedacht, das ist vorübergehend und man wird wahrscheinlich zurückkommen. In den Konzentrationslagern der SS ist tödliche Gewalt allgegenwärtig. Die Menschen versuchen unter schlimmsten Bedingungen zu überleben. Es war alles voller Ungeziefer. Wir haben uns zugedeckt mit einer Steppdecke. Das war alles aufgerissen, die Wolle quoll heraus. Und alles war voll Wanzenflöhe und was man sich nur an Ungeziefer denken konnte. Hunderttausende erleben eine Odyssee des Grauens durch Ghettos, Vernichtungslager und auf Todesmärschen. Über allem die bange Frage, kann es noch schlimmer kommen? Aber ich wusste nicht, wann geht es zu Ende oder wann gehe ich zu Ende. Es war nicht mehr wichtig. Lucille Eichengreen verliert ihre Familie und wird selbst im letzten Augenblick gerettet. Jeanette Korn überlebt die KZ-Haft nicht. Ihre Tochter aber wird Kronzeugin des Grauens. Sie hat auch nie an meinen Tod glauben wollen. Sie hat mir gesagt, du wirst überleben. Du wirst erzählen, was du mit uns gemacht hast. Erna de Vries zu Hause im emsländischen Laten. Hier verbringt sie ihren Lebensabend. Geboren wurde sie 1923 in Kaiserslautern. Ihre Mutter, Jeanette Löwenstein, lernt um 1910 Jakob Korn kennen. Der führt gemeinsam mit einem Freund einen kleinen Speditionsbetrieb. Die beiden verlieben sich. Dass Jeanette Jüdin ist und Jakob Protestant, stört sie nicht. Das Glück der beiden wird mit der lang ersehnten und einzigen Tochter Erna perfekt.
Ich bin nach 10 Jahren Ehe erst geboren, nachdem meine Eltern schon eine Adoption im Kopf hatten. Und dann bin ich doch noch gekommen, 1923. Und ja, alles lief soweit ganz gut. Ich hatte eine sehr schöne frühe Kindheit, eine unbeschwerte, bis mein Vater starb. 1930 schon, ich war gerade 6 Jahre alt, starb er an einem schweren Herzschaden. Um den Lebensunterhalt für sich und die Tochter zu bestreiten, übernimmt Jeanette Korn das Geschäft ihres Mannes. Cäzilie Landau in ihrer Heimat Hamburg. Heute heißt sie Lucille Eichengreen und der alte Schulweg fällt ihr schwer. Schwerer als Anfang der 30er Jahre, als sie ein Kind und die Welt für sie noch in Ordnung war. Ich erinnere ein gutes Zuhause, eine schöne Wohnung, meine ganz kleine Schwester, meine Eltern, die Weinkeller meines Vaters. Ich erinnere unsere Ferien in Dünen, in Wyk op Föhr und der lange Weg zur Schule in die Karolinenstraße. Und es war ein unbeschwertes Leben und Kinder waren vergnügt und froh und es gab keine Probleme. Im Januar 1933 wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Hitler macht die jüdische Bevölkerung zum Sündenbock für Deutschlands wirtschaftliche und politische Probleme. Die Juden werden mit Hilfe von Propaganda als selbstsüchtige, habgierige, moralisch minderwertige Menschen dargestellt. Ein Wort ist mir aufgefallen: Antisemitismus. Und ich wollte wissen, was es bedeutet. Und ich habe sehr gequält. Und mein Vater wollte nicht antworten. Und dann hat er endlich gesagt: Es ist ein Gefühl, wenn Menschen ohne jeden Grund hassen. Und damit konnte ich auch nichts anfangen. Der Rassenwahn verbreitet sich. Auch in den Schulen ist er bald spürbar. Kinder sind für die Propaganda der Nazis besonders anfällig. Die Nachbarn in unserem Haus, wir waren die einzig jüdische Familie. Da waren 8 andere oder 9 andere Mieter, haben nicht mehr mit uns gesprochen. Die Väter haben die SA-Uniform getragen. Wir wurden beschimpft. Der Weg zur Schule wurde auch gefährlicher. Wir wurden mit Steinen beschmissen. Kauft nicht bei Juden, und das war in dem Geschäft auch zu merken. Viele Firmen haben dann nicht mehr geordert. Und so ging das Geschäft immer weiter zurück. Bis 1935 konnte meine Mutter das noch halten. Dann bekam sie als Jüdin nicht mehr die Lizenz, das Geschäft mitzuführen. Es wird für die Juden in Deutschland noch viel schlimmer kommen. Wer das Unheil ahnt und es sich leisten kann, stellt einen Ausreiseantrag. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, mit einem Mitverwandten nach Südamerika zu gehen. Das war aber kurz vor dem Krieg. Aber meine Mutter hat sich geweigert, auszuwandern, weil meine Großmutter in ihrem Alter schon nicht mehr die Ausreise bekommen hätte und wollte sie nicht alleine lassen. Und so sind die Verwandten nach Südamerika gegangen und meine Mutter ist hier geblieben mit ihrer Mutter, die allerdings 38 früh genug vor dem 10. November, vor dem Pogrom, starb. Und da war es für uns zu spät, auszuwandern. In deutschen Städten ist der Judenhass mittlerweile Alltag. Auch in Erna Korns Heimat Kaiserslautern hat es die jüdische Gemeinde schwer. Kaiserslautern war sehr nationalsozialistisch eingestellt. Schon 1938 im Frühjahr ist die Gemeinde, die bürgerliche Gemeinde, an die jüdische Gemeinde herangetreten. Man wollte die Synagoge kaufen. War ein wunderschönes Gebäude und das passte in seinem byzantinischen Stil nicht ins Stadtbild. Man wollte es abreißen. Die Gemeinde konnte natürlich nichts tun. Das war im September schon. Und man musste das verkaufen. Der letzte Gottesdienst, das war natürlich ein einziges Wehklagen. Das kann man sich vorstellen. Und die Synagoge ist direkt danach abgerissen worden. Nur einen Monat später folgt der nächste Schock. Am 10. November, es klopfte ganz heftig morgens an unsere Tür.
Und meine Mutter ging mit Zagen, man wusste nicht, was da sein konnte. Es konnte nie etwas Gutes sein, das hat man immer, wusste man schon. Und tatsächlich, es war ein ehemaliger Chauffeur von uns, ein Fahrer, der ganz aufgeregt erzählt hatte, was er beim Gang durch die Stadt gesehen habe. Grüllende Horden, so nannte er das, seien durch die Straßen gezogen mit Spitzhacken und Vorschlaghämmern und hätten die Schaufensterscheiben von jüdischen Geschäften zerschlagen. Der Mob zerstört nicht nur jüdische Geschäfte, auch die Wohnungen jüdischer Familien werden gestürmt. Jeanette Korn und ihre Tochter stehen vor dem Nichts. Der Waschtisch, die Nachttische, alles war zerschlagen. Jedes Fläschchen im Schlafzimmer, alles war zerschlagen. Der Spiegel vom Kleiderschrank, die Betten waren aufgeschnitten. Überall stand Zentimeter hoch das Wasser. Und der Kleiderschrank war von hinten, der lag so auf den Betten, von hinten eingeschlagen, eingedrückt und alles nass. In den anderen Zimmern sah es genauso aus. Den Pogromen fallen rund 400 Menschen zum Opfer, werden ermordet oder in den Selbstmord getrieben. 30.000 Juden werden verschleppt. Familie Landau ist schockiert. Cecilies Vater Benjamin wird in sein Herkunftsland Polen zurückgeschickt. Mein Vater wurde über Posen über die Grenze geschoben. Die Polizei hat uns zu Hause gelassen. Es war sehr früh am Morgen. Meine Mutter war, glaube ich, krank oder erkältet und wir durften bleiben. Und er hat sich bemüht, nach Hamburg zurückzukommen. Aber es war schwierig und im Mai bekam er Erlaubnis für 4 Wochen. Und das wurde einige Male verlängert, denn wir haben auf ein Zertifikat von Palästina gehofft, von meinem Onkel, aber es kam leider nicht. Und dann war es plötzlich der 1. September und er wurde verhaftet. Benjamin Landau wird bei Kriegsbeginn ins Gefängnis geworfen. Seine Frau Sala bleibt mit den Kindern zurück. Vergeblich bemüht sich die Familie um die Freilassung des Vaters. Gestapo war das Gebäude in Hamburg am Ende des Neuen Walls. Und meine Mutter ist öfter hingegangen und hat die Befreiung meines Vaters beantragt. Und ich bin mitgegangen. Wir wurden angeschrien, wir durften uns nicht hinsetzen. Aber trotzdem, einmal brachten sie meinen Vater in einem gestreiften Gefängnisanzug, mit einem gestreiften Hut. Wir hatten eine kleine Tafel Schokolade und wir haben sie ihn über den Tisch geschoben. Und das war das letzte Mal. Kurz nach Cecilies 16. Geburtstag erfährt die Familie Landau, dass Vater Benjamin nie mehr zurückkehren wird. Die Gestapo kam zu uns ins Haus Anfang Februar mit einer Zigarrenkiste, mit einem Gummiband. Die 2 Männer haben die Zigarrenkiste auf den Tisch geschmissen und gesagt, Asche, Benjamin Landau, das war alles. Aber natürlich weiß man nicht, ob es wirklich die Asche meines Vaters ist. Es könnte genauso jemand anders sein. In Köln finden Jeanette Korn und ihre Tochter Erna Unterschlupf bei Verwandten. Ihre Wohnung in Kaiserslautern war während der Pogrome 1938 völlig verwüstet worden. Doch schon bald zieht es die Mutter zurück nach Hause. Erna beginnt in Köln eine Lehre zur Krankenschwester. Während die Soldaten nach dem siegreichen Polenfeldzug jubelnd in der Stadt begrüßt werden, wächst für die jüdische Bevölkerung die Gefahr. Um ihrer Mutter beizustehen, geht Erna zurück nach Kaiserslautern und findet Arbeit in einer Eisengießerei. Den Tag, an dem das Leben der jungen Frau und ihrer Mutter Jeanette zum Albtraum wird, vergisst sie nicht. Eines Tages, ich habe dort gearbeitet, da kam der Vorarbeiter und sagte, gehen Sie mal raus, draußen ist ein Nachbar, der Sie sprechen will. Und er sagte, fahr schnell nach Hause, ich habe gesehen, vor eurem Haus, da spielt sich was ab. Da waren 2 Uniformierte und meine Mutter stand da. Und ich hörte, es geht um Deportation. Da sagte der Beamte, nein, Sie nicht, nur Ihre Mutter. Und ich sagte, nehmen Sie mich doch mit. Und ich flehte ihn an, nehmen Sie mich doch mit bis Saarbrücken. Und er sagte immer wieder, nein, nein. Und ganz zum Schluss, er hat mit seinem Fahrer dann gesprochen, ganz zum Schluss sagte er, na, dann steigen Sie ein, aber nur bis Saarbrücken. Und ich war glücklich, dass ich mit meiner Mutter konnte und meine Mutter unglücklich.
und sagte, warum tust du das? Und am nächsten Morgen bin ich zur Gestapo gerufen worden in Saarbrücken. Sie wollen mit ihrer Mutter. Ich sage, ja. Wissen Sie, wo ihre Mutter hingeht? Das konnte ich natürlich nicht wissen. Er sagte, ihre Mutter kommt nach Auschwitz. Das war ein schlimmer Schlag für mich. Denn Auschwitz, ich wusste, was das war. Er sagte, wohnen Sie immer noch mit Ihrer Mutter? Ich sage, wo meine Mutter hingeht, möchte ich auch hingehen. Auschwitz-Birkenau, das größte Vernichtungslager der Nazis. Für Mutter und Tochter beginnt der Kampf ums Überleben. Die Gerüchte, die in den deutschen Städten seit langem umgehen, sind tatsächlich wahr. Gleich nach der Ankunft werden die Frauen in einen engen Raum gepfercht, der Sauna genannt wird. Und dort habe ich überhaupt kein Wasser gesehen, außer eine Kumme mit trüber Brühe. Wir mussten alles ausziehen. Ob das ein Ohrring war, ein Ring, eine Brille, was es auch war, das musste abgegeben werden. Es wurde weggeschafft. Und dann hieß es rasieren. Wurden die Kopfhaare, alles, alle behaarten Körperteile wurden rasiert. Und dann wurden wir desinfiziert, alle mit einem Schwamm, mit derselben Brühe. Und dann wurden wir tätowiert. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gesehen haben. Das ist meine Nummer noch. Was mit ihnen geschehen soll, wissen die Frauen nicht. Jeden Tag müssen sie die quälende Angst ertragen, es könnte der letzte sein. Erstmal 4 Wochen in Auschwitz, es war 43, war sehr heiß. Wir mussten auf einer sogenannten Wiese. Wir lagen auf einer festgetretenen Erde, festgepresste Erde, in der prallen Sonne. Und wir kriegten, das war so eine Schikane in Auschwitz, so gut wie kein Wasser. Und wir lagen den ganzen Tag da, nur zum Essen, zum Zellerpill, wurden wir denn da rausgeholt. Das ging 4 Wochen so. Seit dem Angriff auf die Sowjetunion 1941 arbeiten die Nazis auf die sogenannte Endlösung hin, die Vernichtung der Juden in ganz Europa. Als die Kriegserfolge ausbleiben, werden die Maßnahmen radikaler. Deportationen sind nun an der Tagesordnung. Familie Landau hat den Tod des Vaters kaum verwunden, als der Deportationsbefehl eintrifft. Unter dem Buchstaben L auf der Liste Karin, Cecilie und Sala Landau. Der Treffpunkt war die Loge in Hamburg. Und wir waren einen Tag dort und dann wurden wir von dem hannoverschen Bahnhof in geschlossenen Wagen 3. Klasse abgefahren. Gepäck war sehr wenig, 1 Koffer pro Person. Der Zug hielt nicht in einem Bahnhof, sondern auf einer freien Strecke, die mit Gras überwachsen war. Wir wurden aus den Zügen geschlagen zum Teil und an die Ghetto-Polizei übergeben, in schwarzer Uniform mit einem roten Band am Hut. Und die Wehrmacht und SS-Leute sind dann verschwunden. Wir sind zu Fuß gegangen, 2 Stunden, die ganze Kolonne. Kam an eine Schule, ich glaube, es war Müllerstraße oder Mlenarska, und haben auf dem Fußboden in den Klassenräumen und anderen Räumen gesessen und geschlafen und gelegen, bekamen eine Suppe am Tag, eine schwarze Flüssigkeit am Morgen und ein kleines Stück Brot. Sala Landau und ihre Töchter finden sich im polnischen Lodz wieder. Das dortige Judenghetto dient als Zwischenstation auf dem Weg zu den Vernichtungslagern. Fast 200.000 Menschen sind hier ohne Elektrizität und fließend Wasser eingesperrt. Ab und zu gab es Kohle zum Heizen und zum Kochen, aber es war nicht genügend. Und dann natürlich gab es wenig zu essen. Am Anfang gab es ein rundes Brot für 7 Tage. Und dann wurde es 8 Tage, 10 Tage, 12 Tage, 14 Tage dasselbe Brot. Wie man hier existieren konnte, kann ich heute nicht verstehen. Und während der 3 Jahre hier im Ghetto habe ich aufgehört zu glauben. Denn der Hunger und der Tod folgte uns täglich. Cecilie findet in der jüdischen Verwaltung des Ghettos Arbeit. Das bewahrt die Familie zunächst vor einer weiteren Deportation. Doch Mutter Sala ist dem täglichen Überlebenskampf nicht gewachsen.
Ihre Töchter Cecilie und Karin müssen sich von nun an allein durchschlagen. Meine Mutter ist in diesem Gebäude gestorben. Der Todeswagen, ein schwarzer Wagen mit einem weißen Pferd, ist jeden Tag durch das Ghetto gefahren, hat die Toten abgeholt, einer nach dem anderen auf demselben Wagen, und hat sie zum jüdischen Friedhof gebracht. Dort wurden die Menschen 1942 nicht mehr begraben. Es gab kein Personal. Und nach einer Woche sind wir an einem Nachmittag herausgegangen, haben zwei Schaufeln gefunden, ein Grab geschaufelt, meine Mutter unter den Hunderten von Menschen gefunden. Sie lag zwischen zwei Brettern mit dem Namen am rechten Fuß. Wir haben sie herausgetragen, beerdigt, kein Gebet gesagt und sind wieder hierher zurückgekommen. Baracken, soweit das Auge reicht. Auschwitz ist zum größten deutschen Vernichtungslager geworden. Bis Kriegsende werden hier über 1 Million Menschen ermordet. Alles war voll Wanzenflöhe und was man sich nur an Ungeziefer denken konnte. Und ich habe schrecklich darunter gelitten und habe gekratzt. Und in dem brackigen Wasser hat sich das alles entzündet. Und ich bin nicht zur Krankenbaracke gegangen, weil man festgestellt hat, wenn man zur Krankenbaracke ging und wirklich krank war, da kam man gar nicht wieder. Und so habe ich, wir haben es nicht ausgesprochen, meine Mutter und ich, aber wir wussten, ich werde eines Tages bei einer Selektion dabei sein. Selektion. Das heißt, wer nicht arbeiten kann, muss sterben. Erna Korn wagt nicht mehr an ein Wunder zu glauben. Sie rechnet damit, aussortiert zu werden. Es war auch so, eines Tages hieß heute Selektion. Wir mussten uns völlig ausziehen, bis auf den Schlüpfer, und die Kleidung so über dem Kopf halten und an einem Arzt vorbeigehen. Der hat nun ausgesucht, wer arbeitsfähig und wer nicht. Und ich war wirklich, ich wäre arbeitsfähig gewesen, aber wie ich aussah, konnte ich mir vorstellen, hat er mich natürlich rausgenommen. Und ich kam dann so, meine Mutter lief vor mir, ungefähr 20 Meter, und die hat das gar nicht mehr gemerkt, aber sie konnte es ahnen. Und ich bin sofort auf Block 25 gekommen, das war der Todesblock für Leute, die schon im Lager waren. Und der Block war überfüllt, und wir wussten genau, am nächsten Tag ist Vergasung. Wie es in einem aussah, das kann man gar nicht beschreiben. Und dann auf einmal ging die Tür auf, das Tor auf, und es wurde getrieben. Und ich hatte keine Kraft mehr, ich konnte nicht mehr. Ich konnte gar nicht mehr richtig denken. Ich habe mich einfach auf die Erde fallen lassen und ich habe gebetet. Ich habe gesagt, wie du willst. Ich möchte leben, aber wie du willst. Und ich hatte einen Wunsch, ich wollte noch einmal die Sonne sehen, bevor ich ins Gas gehen musste. Und ich habe gebetet und nach dem Himmel geguckt, ob ich nicht die Sonne sehe. Und wirklich, die Sonne ist aufgegangen über der Baracke. Ich habe sie gesehen, ich war getröstet, ich war überhaupt nicht verzweifelt wie viele. Und der Stubendienst nannte sich das. Der hat geprügelt, dann die Leute rausgejagt. Die Jungen haben nach hinten gedrängt. Und ich habe da gesessen auf der Erde. Ich bin umgerissen worden. Man hat auf die Hände getreten. Wir waren völlig nackt inzwischen. Mussten die Sachen alle auf einen Haufen legen. In diesem ganzen Durcheinander höre ich meinen Namen rufen. Und ich sehe am Eingang von Block, sehe ich einen SS-Mann stehen mit einer Karteikarte unterm Arm, mit einer Karteikasten unterm Arm und eine Karte in der Hand und ruft meinen Namen immer wieder. Und ich, das war ein Befehl, da muss ich hinlaufen. Und ich habe mich, nackt wie ich war, bin ich aufgestanden und durch die Menschen durchgelaufen zu ihm hin. Die liefen so und ich musste zu ihm so hingehen. Und er kam mich an der Schulter, guckte auf meine Nummer und auf die Karteikarte. Sagt, Mensch, du hast mehr Glück als Verstand, und macht die Blocktür auf und schubst mich rein. Erna Korn hat das Vernichtungslager Auschwitz überstanden. Ihr Leben wird weitergehen. Doch ihre Mutter muss sie hier zurücklassen. Er hat mich noch auf der Lagerstraße begleitet. Sie hat auch nie an meinen Tod glauben wollen. Sie hat mir gesagt, du wirst überleben. Du wirst erzählen, was du mit uns gemacht hast. Nicht?
Aber was das heißt, sich von der Mutter zu verabschieden, zu wissen, wo sie ist, wo man sie zurücklässt und dann weggehen. Und das überlasse ich ihrem Vorstellungsvermögen. Und meine Mutter war glücklich, dass sie mich aus Auschwitz. Sie hat es gesehen als Zeichen, dass ich vielleicht doch die Chance habe zu überleben. Ja. Das Ghetto Lodz ist das zweitgrößte im deutschen Besatzungsgebiet. Die Nazis zwingen die Juden zur Selbstverwaltung. Chaim Rumkowski ist der Leiter des zuständigen Judenrats. Anfang September 1942 erlässt er einen schrecklichen Befehl. Rumkowski hielt eine Sprache. Gib mir die Kranken, gib mir die Alten und gib mir die Kinder. Und niemand hat gehorcht. Und nach einer Woche sind die Deutschen ins Ghetto gekommen. Es war eine Sperre, man durfte nicht aus dem Zimmer. Und sie sind von Straße zu Straße gefahren mit einem Lastauto, mit Hunden und Gewehren. Wir haben uns im Hof aufgestellt und sie haben sich die Menschen selbst ausgesucht. Ich habe meine Schwester, es war warm, ich habe ihr einen Mantel angezogen und eine Mütze. Und ich habe sie etwas geschminkt, damit sie älter als 12 Jahre aussah. Und es hat aber nicht geholfen. Cecilies Schwester wird von den Nazis ins Vernichtungslager Chelmino verschleppt. Im Alter von nur 12 Jahren wird Karin Landau dort ermordet. Im Sommer 1944 ist die Sowjetarmee in ihrem Vormarsch gen Westen nicht mehr aufzuhalten. Das Ghetto Lodz wird schrittweise geräumt. Ein Großteil der Bewohner wird ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Auch Cecilie Landau ist von der sogenannten Verkleinerung des Ghettos betroffen. Die Bewohner der gekennzeichneten Straßen dürfen ihre Wohnungen nicht mehr betreten. Ohne zu wissen, was als nächstes passieren wird, werden die Menschen mitsamt ihrem wenigen Hab und Gut zum Bahnhof Radegast getrieben. Wir bekamen etwas Brot, kein Wasser. Und in so einen Wagen kamen wahrscheinlich mehr wie 100 Menschen. Es war August, es war heiß. Wir haben wenig Gepäck gehabt, denn man konnte nicht viel tragen. Die Züge sind dann abgefahren und nach einiger Zeit kamen wir an einem Ort an, um 4 Uhr früh. Es war hell beleuchtet und die Türen wurden geöffnet. Wir sahen Hunde, SS und das Wort raus. Die Männer wurden von den Frauen abgesondert, die Kinder von den Eltern, die Alten von den Jungen. Und wir haben einen jungen Mann in gestreifter Uniform mit dem Armband Capo gefragt, wo sind wir? Die Antwort war Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau. Als sogenannte Durchgangsjuden werden auch junge und gesunde Menschen in das Vernichtungslager geschickt, um von dort aus als Zwangsarbeiter ins Deutsche Reich zurückgebracht zu werden. Dass sie zu den wenigen gehören wird, die dieses Lager lebend verlassen können, wird der jungen Frau erst viel später klar. Wir sind in einen Raum geführt worden, mussten uns auskleiden. Alles Gepäck, alles wurde weggenommen. Und irgendjemand sagte Krematorium und Gaskammer. Und wir haben es wirklich nicht verstanden. Dann wurden uns die Haare abgeschoren und dann gab es etwas Wasser. Und jemand sagte, es ist entweder Wasser oder Gas. An dem Tag gab es etwas Wasser. Und am anderen Ende einen einzigen Lumpen. Entweder ein Kleid oder eine Schürze, einen Lumpen. Keine Wäsche, keine Schuhe, keine Strümpfe, nichts. Und dann haben wir uns umgeschaut und wir sahen die Schornsteine,
die geraucht haben. Und wir haben gefragt. Und es ging dann so, es wurde von einer Reihe in die zweite geflüstert. Und dann bekam es ungefähr klar. Ich war nicht allzu lange in Auschwitz. Und ich bin nicht durch einen Auschwitz-Winter gegangen. Wir sind wieder verladen worden in einen Viehwagen, aber erst eine Selektion von Mengele. Wir mussten uns das eine Kleidungsstück ausziehen und einfach an den drei Offizieren vorbeigehen. Und dann haben sie gesagt, rechts oder links. Die auf der rechten Seite sind verschwunden. Die auf der linken Seite, es waren ungefähr 500, sind in einen Viehwagen gekommen. Wir haben ein zweites Stück Kleidung bekommen und irgendein paar Schuhe. Und der Zug ging dann 3 Tage irgendwo hin. Und nach 3 Tagen stieg ich auf die Schultern meiner Freundin und guckte durch den kleinen Schlitz oben in dem Waggon. Und ich sagte irgendwie, wir sind in der Nähe von Hamburg. Und dann hielt der Zug im Dessauer Ufer und es war tatsächlich Hamburg. Cecilie Landau ist wieder in ihrer Heimat. Aber an die alten Zeiten erinnert kaum etwas. Die Stadt ist durch Bombenangriffe weitgehend zerstört worden. Über 30.000 Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Einst hier als Jüdin geächtet, muss Cecilie nun Hamburg mit aufräumen. Die Nazis zwingen die Häftlinge, die Bombentrümmer zu beseitigen. Wir waren kaum bekleidet. Es war furchtbar kalt. Es hat geregnet. Wir hatten keine Kopftücher. Wir hatten keine Handschuhe. Es war eben so kalt und keine Kleidung. Und die SS-Wachmannschaft stand da mit Hüten, mit Ohrenwärmern, mit Schal, mit Mänteln, mit Stiefeln. Die waren gut angekleidet. Es hat ihnen nichts ausgemacht. Aber ich wusste nicht, wann geht es zu Ende oder wann gehe ich zu Ende. Es war nicht mehr wichtig. Weg von Auschwitz. Erna Korn ist auf dem Weg nach Brandenburg. Ihre Mutter musste sie zurücklassen. Was sie nun erwartet, weiß sie nicht. Alles, was zählt, ist, dass sie als sogenannte Halbjüdin vom Tod in der Gaskammer in Auschwitz verschont bleibt. Ich habe das große Glück gehabt, die ganze Transport ist angefordert worden von Ravensbrück. Und zwar hatte Himmler kurz vorher einen Erlass herausgegeben, nachdem sogenannte Mischlinge oder Halbjuden, wie sie das nannten, nicht mehr in Auschwitz umgebracht werden sollten, sondern dass sie nach Ravensbrück zu Siemens kommen sollten, um bei Siemens zu arbeiten. Und zwar bei Siemens im Telefon- und Mikrofonbau für Unterseeboot. Siemens hat Baracken in der Nähe des Lagers aufstellen lassen. Die Häftlinge, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen verschiedener Nationen machen mehr als 30% der gesamten Siemens-Belegschaft aus. Als das Kriegsende näher rückt, werden die Lagerinsassen auf einen allerletzten Weg geschickt. Eines Tages hieß es, geht in die Baracke und holt alle eure Sachen. Und das haben wir dann geholt und wurden in Marsch gesetzt in Mecklenburg. Auf die Straßen, in den sogenannten Todesmarsch. Und da sind wir gelaufen und jeden Abend in einem anderen Straßengraben. Da können Sie sich vorstellen, wie wir ausgesehen haben. Ungeziefer konnte auch nicht mehr abgesucht werden. Wir hatten kein Licht mehr abends und das mussten wir laufen. Und so ging das Tag für Tag. Und dann ging das durch Mecklenburg durch. Ich weiß nicht, was sie mit uns vorhatten. Wir liefen und liefen und liefen immer wieder in Straßengräben abends. Bis dann eines Tages wir merkten, ich habe zu meinen Freundinnen gesagt, ich kann nicht mehr. Das war das erste Mal, dass ich in der ganzen Zeit aufgeben wollte. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, heute vielleicht noch ein paar Kilometer, aber morgen ist aus. Wir waren alle erschöpft und haben uns geschleppt mit hängenden Köpfen. Und dann haben wir gesehen, die SS hat getrieben. Das haben wir gesehen von vorne plötzlich. Nach ungefähr einer Stunde, dass da Unruhe war. Die Frauen haben sich umarmt und gelacht und geweint. Und die Welle kam immer näher zu uns, bis denn wir sahen dann einen Jeep, ein amerikanischer kleiner Jeep, mit Soldaten, die uns zuwinken, vorbeifuhren.
Da standen wir auf der Straße und waren frei. Der Krieg ist zu Ende. Erna kommt bei mecklenburgischen Bauern in einer Scheune unter. Sie beantragt einen neuen Ausweis und macht sich auf die Suche nach ihrer Mutter. Über 2 Jahre ist es her, dass Erna Korn sie in Auschwitz zurücklassen musste. 1946 waren wir 22 Frauen, die Angehörige in anderen Lagern hatten. Und wir wollten wissen, was mit unseren Angehörigen geschehen ist. Von 22 kriegten 20 Todesnachrichten. Nur 2 haben erfahren, dass ihre Angehörigen noch leben. Und ich habe da erfahren, dass meine Mutter am 8. November 1943 verstorben ist. Wie, das weiß ich nicht. Ob sie erschlagen worden ist, ob sie vergast worden ist, ob sie verhungert ist, Krankheit hatte, das weiß ich alles nicht. Vielleicht auch gut, das bedrückt mich dann nicht. Hamburg ist nicht die letzte Station auf dem Leidensweg Cecilie Landaus. Im Frühjahr 1945 wird die junge Frau gemeinsam mit anderen Häftlingen in einen Zug getrieben. Ihr Ziel diesmal Bergen-Belsen. Wir kamen, alle 500 Frauen, in eine kleine Baracke. Die Baracke hatte nichts, eine Pritsche, kein Ofen, es gab kaum noch Wasser. Die Latrinen waren unmöglich und der Weg zur Latrine war weit. Und auf dem Wegen lagen die Toten. In den Gruben, die waren mehr als gefüllt mit toten Menschen, unbekleidet. Wir wussten in Bergen-Belsen, dass eine Typhusepidemie herrschte. Und wir wussten, dass es sehr ansteckend ist. Und wenn es so lange weitergeht, werden wir es nicht mehr schaffen. Die Tage und Wochen vergehen ohne Hoffnung. Doch dann ist es soweit. Dann kam am 15. April die Panzer durch die Hauptstraße, weil die Engländer auf dem Weg zur Elbe waren, nach dem Norden, und sind über das Lager gestolpert und haben sofort gefragt, wie, wo und was das ist. Die Offiziere haben sich alles zeigen lassen und sie haben einfach nicht verstanden, wieso etwas möglich ist. Die ganz einfachen Engländer waren auf dies nicht vorbereitet. Und wir haben etwas zu essen bekommen. Es war nicht wunderbar, aber es war wenigstens genügend, um weiterzuleben. 50.000 Menschen sind in Bergen-Belsen verhungert, ihren Krankheiten erlegen oder ermordet worden. Auch nach der Befreiung hört das Sterben hier nicht auf. Aus den SS-Speisekammern haben wir Kilo Konserven bekommen mit Schweinefleisch und Fett. Und ich kannte viele Menschen, die einfach am nächsten Morgen tot waren. Denn so etwas kann man nach 4 Jahren nicht essen. Von den Baracken bleibt keine einzige übrig. Wegen solchen Gefahr werden sie nach ihrer Räumung niedergerissen. Die letzte mit einem Flammenwerfer in Brand geschossen. In ehemaligen Kasernen in der Umgebung werden Notlazarette eingerichtet. Hier werden die Kranken in den kommenden Monaten medizinisch versorgt. Den Verantwortlichen des Grauens wird bereits im September der Prozess gemacht. Ich konnte nie verstehen, dass sie zu Hause wahrscheinlich sehr menschlich waren. Zu ihren Frauen, wahrscheinlich zu den Kindern. Und wenn es zu uns kam, haben sie uns mit den Stiefeln getreten. Sie haben uns geschlagen, manchmal erschossen. Und sie haben uns behandelt, als ob wir keine Menschen wären. Als ob wir keine Gefühle hätten. Wir waren eigentlich für die Besatzung, für die SS, die Kripo, die Gestapo, waren wir Untermenschen und waren des Lebens nicht wert. Cecilie Landau hat überlebt. Da sie Englisch spricht, arbeitet sie als Übersetzerin für die Briten und hilft bei der Suche nach den Tätern. Nachdem sie Morddrohungen deswegen erhält, verlässt sie Deutschland und geht in die USA.
Im November 1946 heiratet Cecilie den Juden Dan Eichengreen. Er verließ Deutschland vor Kriegsbeginn. Seine Eltern starben im Holocaust. Die dunkle Erinnerung weicht einer glücklichen Zukunft. Was bleibt, ist die Frage nach dem Warum. Wahrscheinlich ist in allen Menschen etwas Gutes und etwas Schlechtes. Wir sind zu allem fähig. Und die Deutschen waren eben zu diesen Gräueltaten fähig, was sie in Russland gemacht haben, in Polen, zu den Juden. Warum sie den Anführern gefolgt sind, ist schwer zu verstehen. Denn es gibt einen Punkt, wo man sagt, ich mache nicht mit. Erna Korn zieht nach Kriegsende ohne weitere Pläne für die Zukunft zu ihren Verwandten nach Köln. Hier lernt sie Josef de Vries kennen. Auch er ist Jude. Auch er hat mehrere Konzentrationslager der Nazis überlebt. Der war ja hier aus dem Emsland, der war ja hier aus Laaten und hatte in Köln geschäftlich immer zu tun, jede Woche. Und war bei Bekannten, die uns wieder kannten, zufällig, wie das manchmal so spielt im Leben. Und die sagten, ja, wir kennen da ein Mädchen, die ist auch in Auschwitz gewesen. Ich war damals 23 Jahre ungefähr alt. Ja, sagte, wollte gerne mal mit mir sprechen. Da kam er an und ich war gerade auf dem Weg zu einem kleinen Freund. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit. Er sagte, ich komme morgen wieder. Und er kam am nächsten Morgen wieder. Wir haben dann zusammen Kaffee getrunken. Ich habe ihn später noch lange damit geneckt, dass er mich in einen Café geladen hat. Es gab ja nichts. So eine Brühe von Malzkaffee und ganz schrecklich habe ich ihn noch oft geneckt. Jedenfalls, der Tag ist vorbeigegangen und er hat mich dann eingeladen zum Kino. Und so haben wir uns dann getroffen. Ich habe seine Heimat kennengelernt, sein Zuhause. Ja. Und da haben wir geheiratet, 47. Erna geht mit ihrem Mann nach Laaten ins Emsland. Das Paar verlebt hier glückliche Jahre und bekommt drei Kinder. Zeit ihres Lebens haben die beiden versucht, die furchtbare Zeit in Neuengamme, Sachsenhausen und Auschwitz zu verarbeiten. Die Erinnerung bleibt für immer. Ich denke jeden Tag an die Zeit. Das sind Kleinigkeiten, die einen erinnern, winzig Kleinigkeiten. Es ist ja etwas, was einen durchs ganze Leben begleitet. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man da so drüber wegkommt. Aber ich muss sagen, mein Mann und ich, wir haben sehr oft über diese Dinge gesprochen. Er hat ja auch Schreckliches erlebt. Und das hat uns eigentlich ein bisschen befreit. Erna de Vries spricht zeitlebens offen über ihr Schicksal. So hat ihre Mutter es sich gewünscht. Dass die Öffentlichkeit erfährt, zu welchen Grausamkeiten die Menschen fähig sind.